Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu einem neuen Video. Heute lassen wir Gravitation hinter uns und wir schweben einfach in der Luft. Genau, das machen wir heute. Das möchte ich einfach mal ausprobieren. Quasi so eine Magnetschwebebahn möchte ich bauen, die dann halt eben an der Decke fährt. Beziehungsweise einfach so ein kleines Auto erstmal als Konzept. Und dann kann man das natürlich viel größer ausbauen. Sind ein paar Tests, die ich durchführen möchte. Als allererstes, wie groß ist die Reichweite von Andockluken? Ja, die haben halt hier eine Magnetkraft und eine Abtrennkraft, wunderbar, das kann man leicht ablesen. Aber wie groß ist der Bereich, in dem sie andere Andockluken anziehen können? Das heißt, ich packe mal hier einen hin mit 0,0 Kilonewton und dann machen wir mal hier irgendwie so eine in die Luft. Wir schauen mal kurz nach, wie weit der Abstand ist. Das hier sind 8. Also machen wir vielleicht erstmal so 8. Ja? Diese Andockluke hat 0 Kilonewton, das heißt, die wird gar nicht erst bewegt. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wo ich die Gauss-Gewehre gebaut habe. Und dann haben wir hier die Magnetkraft auf 1 Kilonewton, das heißt, diese Andockluke hier sollte nach unten gezogen werden. Natürlich, Cheats, brauchen wir ein paar. Endloser Bauplan. Habe ich noch nicht so eine große Ahnung, ob wir das wirklich brauchen. Kein Luftwiderstand, machen wir einfach mal an, damit auch kleinere Effekte sichtbar werden. Kein Kollisionsschaden, ist logisch, wir wollen, dass nichts kaputt geht. Und keine Gravitation brauchen wir fürs Erste, um nachzuschauen, wie groß dieser Einflussbereich von diesen Andockluken ist. Und jetzt gerade haben wir 8 Felder. Und 8 Felder scheint auf jeden Fall zu reichen. Dann können wir das auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Machen wir das mal hier auf 10 Felder. Und nebenbei möchte ich tatsächlich auch noch einen zweiten Test machen. Nämlich, ihr seht ja, die Andockluke ist etwa 2 Felder breit, ein Feld hoch. Macht es einen Unterschied, wenn wir das quasi so machen mit 8 Feldern dazwischen, geht dieses Magnetfeld von der Mitte aus, also quasi in der Mitte von diesen beiden Feldern, oder gelten alle beiden Felder quasi als Einflussbereich. Genau. Hier haben wir 8, dann machen wir noch 10 draus. Jetzt sollten zwischen beiden 10 sein. Das können wir nochmal nachschauen. Ihr seht, hier sind das Stück ist 8 lang plus 2 und dann 8 lang plus 2. So, Magnetkraft auf 1, Magnetkraft auf 1. Dann schauen wir mal, ob die beiden angezogen werden. Und beide werden noch angezogen. Okay, wunderbar. Also der Bereich betrifft auf jeden Fall 10, vielleicht auch mehr. Dann würde ich sagen, ziehen wir die beiden einmal noch um 2 Felder von der Andockluke, die wir bisher haben, weg. Das heißt, jetzt haben wir 12. Die obere wird auf jeden Fall noch angezogen, die untere nicht mehr. Das ist interessant. Das heißt, hier mit 12 Feldern klappt das noch, aber hier mit 12 Feldern klappt das nicht mehr. Ich mache das jetzt mal auf 13, das auch auf 11, genau, auf 11 Felder und dann schauen wir mal, ob da irgendwas passiert. Bei beiden passiert nichts mehr. Okay, das ist interessant. Vor allem, dass die rechte hier nicht mehr angezogen wird. Also hier sind quasi maximal 12 Felder dazwischen. Wenn man das so aufstellt, so 8 und 4, das macht natürlich 12. Wenn wir das drehen, das waren ja 11, das hat nicht mehr gepasst. Also etwa so. Das geht also ungefähr von der Mitte aus, das Magnetfeld. Ja? Und dann ziehen sie sich nur an, wenn sie innerhalb von hier in dem Fall 12 Feldern sind, wenn die Mitten, das Zentrum quasi dieser beiden Andockluken 12 Felder voneinander entfernt ist. Dementsprechend sollten die beiden jetzt angezogen werden. Ja, genau. Also die werden dann davon angezogen, wenn das quasi knapp weniger, ungefähr 12 Felder voneinander Abstand haben. Okay. Eine weitere Sache, wenn ich das umdrehe, wird dann das Zentrum quasi auch gedreht. Ist es an der Oberseite oder ist es ganz in der Mitte, wirklich ganz, ganz in der Mitte von Andockluke oder eben
dort, wo man theoretisch andockt, also dort. Ja, das testen wir aus. Eben hatten wir ja 12 Felder, das hat ausgereicht. Jetzt sind es quasi 12,5 Felder, so ungefähr. Und das können wir auch mal ausprobieren. Das ist interessant. Okay. Ha. Ja, also es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Wenn ich das mal, keine Ahnung, hier mit dem Hitzeschild zeigen kann. Also dort, wo ich quasi jetzt gegentreffe, dort ist das Zentrum des Magnetfelds. Ja, also direkt an der Spitze in der Mitte von den beiden Feldern. Genau dort beginnt das Magnetfeld. Denn wenn ich das hier umdrehe, dann sind es nur noch 12 Felder. Eben waren es halt 13 Felder. Da hat es dann nicht mehr gereicht. Aber jetzt mit 12 Feldern sollte es an sich wieder funktionieren. Genau. Also ihr habt gesehen, dass der Bereich quasi genau auf 12 Felder beschränkt ist. Bisschen länger als 12 und es funktioniert einfach gar nicht mehr. Okay. Ja, dann wäre es das Erste, was ich herausfinden wollte. Zweitens, wie viele Andockluken braucht man, um eine einzelne Andockluke hochzuheben? So, wir haben hier 0,0 Kilonewton. Das heißt, die verändert sich gar nicht, die bewegt sich gar nicht. Und dann machen wir das mal hier rein. Das sind jetzt hier irgendwie vier Felder dazwischen. Sollte also eigentlich kein Problem machen, wenn wir hier das mal so machen und Gravitation ausmachen. Dann können wir das mal austesten. Magnetkraft auf 1 Kilonewton, Magnetkraft auf 0,0 Kilonewton. Und dann können wir einmal schauen. Okay, da passiert nichts. Ist also scheinbar zu schwach. Ja, okay. Es hat angedockt. Das müssen wir vielleicht irgendwie verhindern, indem wir da eine Leiste dazwischen packen. In irgendeiner Form. Hitzeschild. Na, nicht so. Ja, wir können fürs Erste einfach ein strukturelles Teil nehmen. So. Und dann können wir das nochmal kurz mit Cheats machen. Na, jetzt. Es wird nach oben gezogen. Jetzt machen wir mal kurz keine Gravitation aus. Und es fällt nach unten. Ich glaube aber ein bisschen langsamer als normal. Das heißt, es hat schon einen Effekt darauf. Nehmen wir mal zwei. Zwei von denen. Und dann testen wir das nochmal. So, keine Gravitation ist aus. Oh, ah, ui. Das ist aber wirklich knapp. Zwei Andockluken haben gerade so genug Magnetkraft, um eine Andockluke anzuziehen. Okay, interessant. Da kann man bestimmt irgendwelche mathematischen Rechnungen dazu machen. Ja, schauen wir mal. Okay, wunderbar. Ich habe gerade X-Recorder gestartet. Damit kann man halt den gesamten Bildschirm aufnehmen, nicht nur die Spiele. An sich haben wir hier zwei Andockluken. Ja? Die ziehen im Grunde diese eine Andockluke an. Dabei wird halt hier an sich 2 Kilonewton an Kraft erzeugt. Ja? Diese Andockluke zieht an den beiden hier oben mit jeweils 1 Kilonewton und weil wir zwei haben, sind es halt 2 Kilonewton. Die Andockluke hat eine Masse von 0,19 Tonnen, also 190 Kilogramm. Schreiben wir es mal so auf. Und jetzt kann man quasi die Masse in Gewichtskraft umrechnen. Sowas wie Gewicht gibt es an sich nicht, damit meint man häufig Masse. Wenn man sich auf die Waage stellt, dann misst man eigentlich die Masse. Was aber in der Realität halt gemessen wird, ist die Gewichtskraft. Die Kraft, die ihr quasi auf die Waage ausübt. Und in dem Fall muss man halt die Masse, hier die 190 Kilogramm, mit der Erdbeschleunigung multiplizieren. Also hier diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Da kriegt ihr dann die Kraft raus, die diese Andockluke quasi nach unten zieht. Und in dem Fall sind es 1863,9 Newton, die das Ganze nach unten zieht. Und ihr seht gleich, das ist weniger als 2. Ja? Das heißt, wenn wir hier minus das da rechnen, 2000, wir haben 2 Kilonewton, 2000 Newton und da kommt dann eine Differenz von 136,1 raus. Deshalb ist es auch nur so ganz langsam nach oben gegangen.
leider so eine winzige kleine Differenz drin ist. Wir können das auch gerne nochmal anders ausprobieren, indem wir hier die Magnetkraft minimal kleiner machen. Das sind jetzt 0,9 irgendwas, weiß ich nicht genau. Leider wird dort nur ein Wert angegeben. Ihr seht, da sind direkt drei Werte, 1, 2, 3, alle mit 0,9 Kilonewton. Schade, dass da nicht irgendwie ein weiterer Wert angegeben wird. Und wenn wir das jetzt mal ausprobieren, dann haben wir ja nicht mehr diese 1 Kilonewton zweimal mit den zwei Anodglucken, sondern halt so ein klitzekleines bisschen. Ihr seht, wie langsam das angezogen wird. Und jetzt fällt es tatsächlich auch wieder ab. Ja? Also hier haben wir quasi gerade ungefähr 0G, also 0 Fallbeschleunigung der Erde erzeugt. Genau. Das können wir jetzt natürlich deutlich größer machen. Ja? Um zum Beispiel eine Sonde zu tragen. Die wiegt natürlich eine ganze Menge. Also hier 3 Tonnen plus diese 0,19 Tonnen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal mit Tonnen. Normalerweise soll man das ja umrechnen. So, wir haben 3,19 Tonnen mal die Fallbeschleunigung. Ja? Das heißt, hier werden 31,29 Kilonewton erzeugt. Bedeutet, um diese Sonde plus Anodgluke hochzuheben, brauchen wir etwa 31, 32 Anodgluken, die quasi da drüber schweben und in diesem Bereich drin sind. Das wird schwierig. Es wird echt schwierig. Erstmal müssen wir das hier natürlich ein bisschen größer machen. So. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass dazwischen der Abstand nicht zu groß wird. Also wir haben hier 8, 9, 10, machen wir erstmal 11 so. Und dann können wir auch hier die größeren strukturellen Teile nehmen. Also machen wir das einmal so drehen. Und dann kommen hier so einzelne strukturelle Teile dazwischen. Einfach damit es oben gehalten wird. Wobei, wir müssen es sowieso deutlich größer machen. Können wir auch gleich das da deutlich größer machen. So, ich denke mal, wir brauchen eine ganze Menge Platz. Wir haben hier jetzt 2. Und das machen wir mal auch mit Symmetrie. 6, 12, 18, 24, 30. Es ist knapp, aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. Machen wir hier 36. So. Und dann können wir das quasi jetzt nicht mehr davon abhalten, dass es sich andockt. Aber na gut. Dann können wir das hier mit Fallschirmen verbinden. Die verbinden sich zum Glück seitlich quasi. Sie sind dafür gerade so groß genug. Und so. Und das sollte jetzt eigentlich fähig sein, das hier hochzuheben. Wir haben hier 36 Anodgluken. An sich können wir es auch mal so machen. Da haben wir eben nur 32. Und das sollte so in etwa jetzt genügen, um das ganz schwach hochzuheben. 3, 2, 1, hip, hip, hurra. Na, passiert was? Es passiert nichts. 32 Anodgluken. Sind die nicht mehr im Bereich drin? Es könnte sein, dass die nicht mehr ganz im Bereich drin sind. Die hier oben, die in den Ecken, die könnten einfach zu weit weg sein. Ich kann das auch nicht wirklich gut abmessen. Ja, weil hier allein sind ja schon 11 Felder zwischen. Und dann werden die Abstände halt, die beiden, immer größer und die sind wahrscheinlich schon außerhalb des Bereichs. Ja, dann nehmen wir erstmal 34, das sollte dann aber passen, wenn die da keinen Effekt mehr drauf haben. So, 34 klappt auch nicht. Es könnte sein, dass noch mehr Anodgluken außerhalb des Bereichs sind. Dann nehmen wir mal nochmal die und dann haben wir 36. Auch eine weitere Sache, die ein Problem sein könnte, ist, wenn wir das quasi hier nach oben heben, dann sind die beiden zum Beispiel sehr weit links und rechts. Die erzeugen keine Kraft nach oben, sondern praktisch nur Kraft links und rechts hin. Das bedeutet, die haben kaum noch einen Effekt darauf, dass das hier irgendwie nach oben geht.
Ich will es natürlich erstmal irgendwie zum Laufen bekommen. Ja, so ganz knapp geht's nicht. Das geht einfach nicht. Machen wir mal ganz kurz. Ja, keine Gravitation aus. Okay. Wir müssen das einfach irgendwie besser gestalten. Ich glaube, ich hätte schon eine Idee. An sich haben wir hier eine Andockluke. Oh, ich habe das gar nicht auf volle Magnetkraft gepackt. Ich habe es nicht rückgängig gemacht. Moment. Moment, Moment. Ich habe sowieso eine Idee, wie man es verbessern kann, aber. Na, ziert sich ein bisschen, möchte nicht. Gut, da hätte ich eine Idee. An sich, wir haben ja hier diese eine Andockluke, die das Ganze hochheben will. Wenn wir zwei nehmen, dann ziehen all diese Andockluken, die hier drin sind, die beiden an. Damit sollte an sich die Anzahl hier durch zwei geteilt werden. Und jetzt sollte es an sich sehr leicht sein, die ganzen hochzuheben. Dann würde ich tatsächlich auch diese Reihe wegnehmen, damit wir einfach diesen Abstand bewahren können, dass sie sich da nicht andocken. Ja, wir wollen das ja hier schweben sehen und nicht, dass es sich andockt. Also wir haben 30 Stück. Bitteschön. Na, bitte. Funktioniert also. Ja, wir haben hier gerade Gravitation einfach ausgeschaltet. Wunderbar. Okay. Dann könnten wir das jetzt auch wieder reduzieren und mal schauen, wie weit wir dort kommen. Wir haben 15 ausgerechnet, knapp 16. Dann würde ich sagen, machen wir hier die da weg, plus die da weg, so. Dann hätten wir hier jetzt 6, 12, 18. Und wie gesagt, die könnten vielleicht außerhalb des Bereichs sein, vielleicht auch noch die da. Das weiß ich nicht genau. Muss man einfach mal schauen. So. Ja, es ist nicht mehr ganz. Doch, doch, Moment. Das ist normalerweise nicht möglich, dass wir uns hier irgendwie drehen können oder so. Das liegt daran, dass die Andockluken schon so viel Kraft darauf einwirken, dass es relativ leicht sich anfühlt. Ja, ihr seht, wie schnell das nach oben geht. Und wie schnell, wie langsam es abfällt. Das heißt, das reicht quasi nicht. Aber wir können einfach noch eine Andockluke hinzufügen. Ja? Also wir nehmen hier eine Andockluke, die da zum Beispiel, und hängen die noch so an die Seite. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schief. Und hier könnte der Abstand dann auch wieder ein bisschen groß sein. Machen wir das mal so. Und dann schauen wir mal nach. Ja, jetzt sind das 12. 12 Felder. Und jetzt sollte es an sich recht schnell nach oben gehen können. Ja, seht ihr? Wunderbar, es hat funktioniert. Und jetzt gondeln wir hier so ein bisschen nach links und rechts. Das mache ich dann einfach auf der anderen Seite, einfach damit symmetrisch ist. Und dann fügen wir noch ein paar Räder hinzu. Also machen wir das mal so. Ich glaube nicht, dass die da passen, aber. Oh, sie passen. Na wunderbar. Dann können wir hier einfach Räder hinzufügen. Dann würde ich sagen, auf der anderen Seite auch, einfach damit wir auch auf dem Boden fahren können. So, zwei Felder. Müssen wir ein bisschen länger machen. Dann fügen wir hier zwei strukturelle Teile hinzu. Und wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Masse hinzugefügt für die Räder, aber wir haben ja auch einiges mehr an Andockluken. Ja, seht, ganz langsam ist es dann nach oben geflogen. Und jetzt können wir hier hin und her fahren, beziehungsweise uns im Kreis drehen. Ich glaube, wir sollten da irgendwie so eine Bahn machen, ja, also das ganze Konstrukt ein bisschen länger machen, damit das besser funktioniert. Das heißt, wir nehmen das Ganze einfach und kopieren das mehrere Male nebeneinander hin. So, das wären dann 6 und das wären dann, hoppla, das wären 10. Wir brauchen 12. Wir brauchen 12, so. Dann können wir das ja auch ein bisschen umbauen. Strukturelles Teil nehmen wir das große. So. Kopieren das einmal und ziehen das hier rüber. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier eine deutlich längere Bahn.
Ich möchte noch einmal überprüfen, wie viel wiegt so ein Rad? 0,3, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 4,2 und dann ja, ungefähr 4,4, 4,6, 4,85. Ungefähr 5 Tonnen. 5 Tonnen. Wir haben 5 Tonnen mal 9,81, die Fallbeschleunigung. Das heißt, hier werden 49 Kilonewton an Kraft nach unten erzeugt. Und wir haben 4 von den Anodlupen. Das heißt, wir brauchen ungefähr 12 im Bereich von jeder einzelnen Anodlupe, damit das Ganze nach oben fliegen kann. Und dann sagen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Also können wir auch das ein bisschen kürzen und machen das so. Ja, das wären dann 12, ungefähr mehr oder weniger, also ist ein bisschen mehr. Also nehmen wir noch die hinzu. Und allein die sollten es an sich schaffen, das kleine Gefährt hier hochzuheben. Unsere drei Reihen reichen dann dementsprechend vollkommen aus. Oh, nicht Navigation, sondern ich will da hinwechseln. So. Und jetzt, wie ihr seht, können wir nach links und rechts fahren. Wir werden ein bisschen gezogen, nach links gezogen. Das liegt einfach daran, dass links von uns deutlich mehr Anodlupen sind als rechts von uns. Dementsprechend ist die Gesamtkraft, die quasi auf unsere, auf unser kleines Auto hier einwirkt, deutlich stärker nach rechts. Ihr seht, wir werden nach rechts gezogen. Wir kippen auch fast um. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was ändern. Ich mache den Wagen dann einfach ein bisschen länger. Dann sollte es an sich kein Problem mehr mit dem Umkippen geben. Das heißt, wir nehmen das einfach mal, machen das so mittig. Und dann würde ich sagen, kopieren wir das rüber. Und das da. So, haben wir jetzt hier so ein kleines Auto, was hin und her fahren kann. Jetzt haben wir natürlich wieder deutlich mehr Masse, aber wir haben auch wieder zwei mehr Andockluken, die das Ganze noch tragen können. Und eben auch einen größeren Bereich. Wir haben ja drei Reihen. Vorhin haben wir nur zwei benötigt. Dementsprechend sollte es immer noch kein Problem sein. Genau. Ihr seht, wir steigen einfach auf bis an die Decke, können dann hier zum Rand fahren. Wir werden ein bisschen zurückgezogen und dann können wir wieder nach links fahren. Ja. Und wir kippen auch nicht mehr um. Also, das ist schon vorbei. Wir werden einfach nur zurückgezogen, wir rutschen so ein bisschen, aber mehr auch nicht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir das noch ein bisschen größer machen. Ich meine, ich habe hier das unendliche Baufeld aktiviert. Mal schauen, wie es ohne aussehen würde. Ah, ohne wären wir hier quasi am Limit. Ja, das wäre also das Maximum. An sich, wir können das Ganze nehmen und drehen. Ja, aber ich mache hier einfach den endlosen Bauplan an. Wenn man den nicht so oft benutzt, dann hat man den wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal gekauft, damit man das auch benutzen kann. Es kommt hin und wieder mal vor, dass ich den benutze. Nicht besonders oft. Wenn ihr quasi einfach Geld übrig habt, dann könnt ihr das gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, braucht man eigentlich nicht unbedingt. So. Ich habe das nochmal zwei von diesen Stücken nach links und rechts erweitert. Und dementsprechend sollte man jetzt hier auch deutlich einfacher fahren können. So, wechseln wir zu dem Auto. Und dann können wir jetzt hier an sich ohne Probleme entlang fahren. Und wenn wir hier zum Ende kommen, dann rutschen wir natürlich wieder. Aber auch nur bis hier. Also so die letzten drei Fallschirme, sechs Felder, beziehungsweise fünf ungefähr. Die würde man dann zurückrutschen. Und dann kann man hier entlang fahren, wie so eine Magnetschwebebahn. Natürlich kopfüber. Bei so einer Magnetschwebebahn würde es ja so funktionieren, dass sich quasi zwei gleiche Pole abstoßen und dadurch wird die Magnetschwebebahn nach oben gedrückt. In unserem Fall geht halt sowas nicht. Ja? Dass sich Anodlupen abstoßen, gibt es einfach nicht. Und dementsprechend fahren wir dann hier einfach an der Decke entlang. Aber ich denke mal, das ist von der Funktionsweise ziemlich ähnlich. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wäre es das eigentlich so ziemlich. Ja, wobei, eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein Auto.
fahrt in so einen Tunnel rein. Da wird irgendwie so ein gigantischer Magnet an der Decke, am Dach quasi montiert und dann könnt ihr eben durch diese Röhre durchschweben. Und am Ende fahrt ihr wieder einfach raus. Genau. Das möchte ich einmal probieren. Das heißt, dass wir hier irgendwie so eine Rampe bauen, mit der wir von dort runterkommen. Das reicht nicht. Versuchen wir mal die ganz große Nutzlastverkleidung. Auch nicht. Okay. Müssen wir das Ganze ein bisschen flacher bauen. Bisschen näher an den Boden heran. So, hier können wir so ein, ja, nicht ganz Achter. Wenn wir es so machen, das ist ein Achter. Genau. So, dann können wir hier, Moment, wir machen es so. So ein kleiner Trick. An sich, das da ist kein Teile-Clipping. Ja? Ihr seht, wie die Sonde da irgendwie so reinguckt. Und das gibt irgendwie kein Problem. Ihr seht diese etwas dickere Stelle. Wenn man das dort reinquetscht, dann ist es kaputt. Ja? Was man machen kann, ist, man nimmt eine zweite, die quasi in die andere Richtung gedreht ist. Und wenn sie sich verbinden, verschwinden diese etwas dickeren Stellen. Und dann kann man hier die Sonde einfach so reinklatschen. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier irgendwie noch so eine Leiste. Ja, machen wir die vielleicht ein bisschen länger. Und dann so ein strukturelles Teil hin. So, jetzt müssen wir schauen, dass es auf derselben Höhe ist. Also etwa hier ist der Boden. Hier ist der Boden. Und dann ziehen wir das so langsam bis zum anderen Ende rüber. Also bis dort, das sind wieder zwei Felder, die wir wegnehmen müssen. Wunderbar. So, dann passt das. Und dann können wir das hier, das Auto rüberziehen auf die andere Seite. Und das passt da auch rein. Also wunderbar. Da sollte es kein Problem geben. So, dann können wir an sich auch die Sonne dort wegpacken. Ja? Weil wir ja unten bei der bei der Nutzlastverkleidung ja bereits eine haben. Dann wird das dort nicht nötig sein. So, Auto. Fahren wir nach links. Und jetzt kleben wir an der Decke. Und dann können wir weiterfahren. Wir müssen natürlich in die andere Richtung drehen, drücken, weil wir jetzt kopfüber fahren. Wunderbar, dann fahren wir mal zurück. Mal schauen, ob wir von den Magneten noch wegkommen. Es ist ziemlich holprig. Und nee. Das funktioniert nicht. Also, wir können uns hier mit Mühe und Not entlang ziehen, aber das geht nicht. Also, wir brauchen irgendwie noch so ein System, womit wir davon abgezogen werden. So, der Bauplan lädt jetzt auch immer länger. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ich habe nicht gerade das beste Smartphone, daher dauert das so langsam immer länger. Ja, wie machen wir das? Ich glaube, wir ziehen mal alles ein Stück nach oben, weil dann ist es quasi so, die Räder berühren hier den Boden, die Räder berühren dann dort die Decke. Ja? Und dann können wir vielleicht hier irgendwie so ein strukturelles Teil drüber packen. Dann machen wir hier noch ein strukturelles Teil hin, so. Und dann können wir das auch austauschen gegen ein zweistrukturelles Teil, damit es halt so ein bisschen höher ist. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Stufen rein. Jetzt am Anfang fahren wir natürlich mit den unteren Rädern und danach wollen wir mit den oberen Rädern fahren. Ich kopiere das irgendwie viermal hier hin. Die oberen machen wir erstmal aus, so, aus. Und dann, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier irgendwie so eine Auffahrt hin, damit man dort reinkommt. Passt das? Nein, okay, das sollte an sich passen. Aber dann können wir das nicht mehr ganz verbinden. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn wir das so machen. Wahrscheinlich eher nicht. Egal, machen wir das erstmal so. Ja, also wir lassen es so, wie es jetzt gerade ist. Wir fahren dann nach links und dann wieder nach rechts. So, habe ich die ausgemacht? Ich habe die ausgemacht. Wunderbar. Dann können wir das einmal so versuchen. Wir haben jetzt quasi oben und unten strukturelle Teile hingepackt. Dann ist es quasi daran,
festgemacht. Das Auto wird reingezogen. Das Spiel lässt mich gerade das nicht auswählen, aber von hier aus kann ich das machen. Wunderbar. So, wir werden jetzt hier reingezogen. Leider, ich wollte eigentlich reinfahren mit den normalen Rädern. Egal, wechseln wir die Räder und fahren jetzt mal mit den oberen hier entlang. Es ist ziemlich holprig. Weiß nicht, ob wir das irgendwie verbessern können. Vielleicht mit strukturellen Teilen, weil das quasi so eine lange Hitbox ist im Vergleich zu diesen vielen kleinen. Das könnte dann wahrscheinlich ein bisschen lockerer laufen. Und dann fahren wir hier einfach in diese Röhre rein, bis zum Ende quasi, drehen die Räder wieder um und dann können wir hier rausfahren, reinfahren. Genau. Gut, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, man könnte es auch mit Anokluken machen, dass die dann auf der Unterseite sind, also hier unter dieser Platte drunter. Dann haben wir halt hier dieses Auto, das fährt hier rein und dann wird es mit den Anokluken nach unten gezogen. Das könnte genauso gut funktionieren. Ich sehe gerade, wir müssen es tatsächlich wieder umdrehen. Wenn wir jetzt hier strukturelle Teile hinmachen wollen, statt die Fallschirme, machen wir das so eins rüber. Da haben wir hier die ganzen strukturellen Teile. Die Fallschirme brauchen wir dann alle nicht mehr. Also können wir die alle mal markieren und wegschmeißen. So. Eins nach dem anderen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber naja. So. Wunderbar. Dann können wir an sich die hier oben drüber einfach nach unten kopieren. So, natürlich muss da eine Lücke bleiben, damit die nicht verbunden werden. An sich könnten wir das auch mit den Stufen einfach abkoppeln lassen. Aber das ist dann nervig, vor allem wenn man so lange Strecken machen möchte. Das dauert dann einfach ewig. Ja? Das heißt, wir haben es jetzt so gemacht, das sind jetzt quasi einzelne große Hitboxen. Und die sollten jetzt wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen flüssiger beim Fahren sein. So, wechseln wir mal. Na? Wollte nicht. Wechseln wir mal zum Auto. Das wird hier schon reingesaugt. Fahren wir nach links. Dann sind wir hier quasi kopfüber drin. Wir wechseln Räder. Ja, es ist immer noch ein bisschen holprig, aber das läuft schon deutlich besser. Genau. Dann fahren wir hier bis zum Ende. Beziehungsweise könnten wir dort auch wieder so einen Ausgang machen. Und dann fahren wir halt bis hier hin. So. Und dann wechseln wir wieder die Räder und dann fahren wir wieder nach rechts weiter. Vielleicht können wir die auch noch ein bisschen länger machen. Jedenfalls funktioniert das an sich ziemlich gut jetzt. Ja, seht ihr ja. Wir fahren einfach hin und her. Wunderbar. Wunderbar. Ich frage mich, wie steil kann das quasi sein, das ganze System, damit das Auto dort noch hochfahren kann? Würde ich sagen, machen wir hier so ein paar strukturelle Teile hin. Keine Ahnung. Übertreiben wir es direkt, versuchen wir das Maximum herauszufinden. Machen wir so drei Stück davon. Sobald das Ganze geladen wird, dann steht das natürlich komplett schief. Es kippt dann einfach um, steht schief und dann können wir das Ganze nochmal versuchen. Oh, ich sehe direkt ein Problem. Das Auto steckt so ein bisschen fest. Das ist auch eine Möglichkeit, um eine Magnetschwebebahn zu machen. Einfach dafür sorgen, dass die Räder in den strukturellen Teilen drin stecken. Das ist nicht so toll. Müssen wir ein bisschen ändern. Ziehen wir das Ganze mal raus. Ich wollte außerdem die Bahn hier ein bisschen länger machen, so. Und das packen wir mal hier hin, so. Dann fällt es quasi direkt daneben. Wir können reinfahren. Wunderbar. Dann wechseln wir mal hier zu unserem Auto. Mal schauen, ob es die Kante da hoch schafft. Schafft es wunderbar. Dann fahren wir hier rein mit Vollgas links. Okay. Wunderbar. Wir rutschen ein bisschen.
Oh, jetzt nicht mehr. Okay, egal. Wir sind halt kurz nach rechts gerutscht. Ja, also absolut keine Probleme. Wir können hier locker hochfahren. Wahrscheinlich, habe ich natürlich bisher noch nicht gemacht, warum auch immer. Das funktioniert auch ohne jegliche Cheats. Also auch kein Luftwiderstand können wir ausmachen. Und naja, wenn wir jetzt hier mit Vollgas gegenrasen, dann könnte es schon kaputt gehen. Oder auch nicht. Also an sich, es funktioniert. Wir stecken ein bisschen fest. Ja, wir haben kurz festgesteckt. Und dann fahren wir hier wieder runter, wieder rauf. Also es funktioniert auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie der Winkel da ist. Führe ich vielleicht beim Editieren noch ein, wenn ich dran denke. hoppla. Ja. Versuchen wir mal noch zwei weitere. So. Diesmal würde ich dann aber wieder Kollisionsschaden ausschalten, damit wir sicher landen können. So, alles fällt nach unten. Wunderbar. Und es sind jetzt hier so bestimmt schon 30 Grad ungefähr. Ja, bestimmt 30 Grad. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier nach oben, solange wir dort nicht hängen bleiben. So, Gas, 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 los geht's, los geht's. Wunderbar, wir stecken fest. Drehen wir die Räder um. Jetzt rutschen wir schon so ein bisschen. Ja, so ein bisschen rutschen wir. Heißt, auf diesen Schrägen sollte man dann nicht unbedingt stehen bleiben. Aber ihr seht, wir ziehen uns da ganz locker hoch. Ja, also absolut gar kein Problem. Einfach schräg hoch und fertig. Und dann rutschen wir natürlich ein bisschen runter. Also viel schräger würde ich das dann auch nicht machen, weil wenn wir einfach nur noch anfangen, die ganze Zeit runter zu rutschen, was bringt das ein? Ja, also ich würde sagen, an dieser Stelle kann man das dann auch lassen. Könnt ihr dann gerne noch weiter ausprobieren, wenn ihr wollt, aber ich werde es hier lassen. Das Video ist ja auch schon lang genug. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das hier wieder ein bisschen kürzer. So wie es vorher war. Genau. Das Auto können wir hier wieder. Oh. Dankeschön. Ich will das ganze Auto markieren. Und dann würde ich sagen, ist das auch genug. Für die, die es halt nicht. Für die, die eben keinen unendlichen Bauplan haben, drehe ich das jetzt nochmal kurz um. Ich mache das dann am besten in kleineren Stücken. Also drehen wir das mal so. Die Mitte ist dann halt dort. Nehmen wir hier so drei Stücke. Na? Lässt sich nicht drehen. Schade. Einmal kurz löschen. Einmal kurz löschen, habe ich gesagt. Dankeschön. Dann müssen wir halt eben zwei Stücke immer drehen. So. Die passen da natürlich jetzt nicht hin. Wunderbar. Dann nehmen wir das, drehen das als erstes, packen es dorthin. Dann nehmen wir das, packen es dorthin. Nehmen wir erstmal dieses Stück dort, drehen. Und dann packen wir das dorthin und dann die letzten paar Stücke. Hoppla. So, drehen. Und dann schieben wir das mal an die richtige Stelle. So. Und wenn ihr jetzt den Bildschirm dreht, dann könnt ihr das an sich benutzen. Endloser Bauplan machen wir aus. Und das ist ganz unten gelandet. Aber naja. Das sieht irgendwie. Die sind alle irgendwie ein bisschen verdreht. Bisschen merkwürdig. Ja, das ist richtig. Ja, und sieht das irgendwie aus. Ah, sehr ein bisschen viel. Und ich hoffe, dass ich das alles dann nicht. Dann fangen wir so. Und so. Ich weiß, andere Dann ist so. Das nicht. Ja, nochmal. 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 So, genau. Wunderbar. Also, dafür ist dann ein Link unten in der Videobeschreibung, falls ihr damit auch rumspielen wollt. Ihr könnt das dann natürlich beliebig erweitern, was auch immer ihr machen möchtet. Das wäre es dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!